Solingen, Stadtteil Meerscheid, Wohnhaus der Familie Angermund. Drei Generationen haben hier als Heimarbeiter für die Solinger Schneidwarenindustrie gearbeitet. Ernst Angermund, 1863 geboren, war als Taschenmesserreiter tätig. Er hatte seine Werkstatt in der heutigen Küche. Sohn Rudolf erlernte den Härterberuf und richtete um 1920 in einem Anbau an der Gartenseite des Hauses eine Scherenhärterei ein. Diese Werkstatt betrieb bis in die 70er Jahre sein Sohn Günther Angermund. Die Ausstattung hat sich bis heute so erhalten, wie sie das Foto aus den 20er Jahren zeigt. Auf dem Bild sind der Vater, der Großvater und ein Lehrling an Bohrmaschinen und Fräse zu sehen. Zur Werkstatteinrichtung der Scherenhärterei gehören die Fräse im Bildvordergrund, zwei Bohrmaschinen, die beiden Handspindelpressen, der Härteofen, die Härtetonne und der Abrichtplatz. Also der Arbeitsgang ist dasselbe immer gewesen. Von dem Rohling kam das Fräsen, Körnern, Drehdrücken, Bohren, also mit Gewindeschnellen. Ja, dann kam dann einschließend das Härten, Anlasten und ein Abrichten. Das sind 8 Vorgänge. Die verschiedenen Arbeitsgänge führt Günther Angermund am Beispiel von Schneiderknopfscheren für den Film vor. Erster Arbeitsschritt: Fräsen des Ganges. In der Fachsprache heißen die Scherenteile Oberbeck und Unterbeck. Ein Beck besteht aus Auge, Halm, Gewerbe, Gang, Blatt. Das Fräsen des Ganges ist notwendig, damit die beiden Scherenhälften genau zueinander passen. Bei der Schere müssen Oberbeck und Unterbeck so aufeinander liegen, dass ihre Spitzen mit einem minimalen Zwischenraum abschließen. Günther Angermund, 1927 geboren, machte sich schon als Kind mit der Scherenhärterei vertraut. So ging er dem Vater bei kleineren Arbeiten zur Hand. Da Rudolf Angermund keinen Meisterbrief besaß, konnte er seinen Sohn nicht in die Lehre nehmen. Der Sohn ließ sich deshalb von 1942 bis 1947, mit Unterbrechung durch den Krieg, bei der Solinger Firma Müller-Schmidt ausbilden. Die eigentliche Kunst des Härtens, so schätzt er rückblickend ein, brachte ihm jedoch der Vater bei. Zweiter Arbeitsgang: Körnern. An der Handspindelpresse werden die Markierungen für die Bohrung im Oberbeck, das sogenannte Versenk, und das Gewinde im Unterbeck angebracht. Die Knippe, wie die Handspindelpresse in Solinger Platt heißt, musste vorher, entsprechend dem Scherentyp, passend eingestellt werden.
An der zweiten Knippe erhalten die Scherenblätter den Drall. Dazu sind unterschiedlich geformte Drucksäume eingesetzt. Diese Kleinteile für zum Bearbeiten, die Drehdrucksäume, Gewinde, Bohrer, haben wir alle selbst gemacht. Günter Angermund hatte stets ein größeres Sortiment an Drucksäumen vorrätig. Beim Drehdrücken, wie der Härter diesen Arbeitsgang nennt, wird das Scherenblatt verdreht, sodass sich die beiden Bäcke beim Schneiden bis zu den Spitzen immer an einem Punkt berühren. Der obere Drucksaum bleibt stets eingespannt, während der untere, je nach Scherentyp, ausgewechselt wird. Ein Elektromotor treibt über die Transmission verschiedene Geräte an. Die Fräse, den Bohrer und die Gewindeschneidemaschine. Transmission und Maschinen sind noch seit der Ersteinrichtung der Werkstatt erhalten. Nächster Arbeitsgang, das Bohren. Günter Angermund bohrt die Löcher für das Gewinde im Unterbeck und für das Versenk im Oberbeck. Die beiden Scherenhälften wird später der Scherennagler mit einer Schraube montieren. Hier bohrt der Härter die Öffnung für das Gewinde. Für das Versenk im Oberbeck benutzt der Härter zwei verschieden große Bohrer, die nacheinander in die Maschine eingesetzt werden. Die Vorrichtung hinter der Maschine dient dazu, den Bohrer mit einem Gemisch aus Knochen, Fett und Wasser, dem Bohröl, zu kühlen. Diesmal ist es nicht notwendig, da nur wenige Bäcke zu bearbeiten sind. Nach dem Versenkbohren prüft Günter Angermund, ob die Schraube passt. Der Härter weiß aus Erfahrung, welche Schraube für den jeweiligen Scherentyp nötig ist. Im Schraubenbrett hat er sämtliche Größen stets vorrätig. An der nächsten Maschine wird in das Unterbeck ein konisch zulaufendes Gewinde geschnitten. Die Härter fertigten diese Bohrer, die je nach Schraubenstärke in das Gerät eingesetzt werden, bis in die 50er Jahre selbst. Sie verwendeten dazu Silberstahldraht, in den sie mit Eisen und Pfeile das Gewinde hineinarbeiteten. Zum Gewindeschneiden kommt Öl, die Angermunds nahmen immer Rüböl,
auf den Bohrer, damit er leichter läuft. Die Scherenhärter bildeten eine der vielen spezialisierten Berufe innerhalb der Solinger Schneidwarenindustrie, die als Heimarbeiter den Stahlwarenfabriken zulieferten. Scheren herzustellen war ein arbeitsteiliges Verfahren. Von der Gesenkschmiede gingen die Rohlinge an den Härter, dann an den Schleifer, an den Augenpriester und an den Scherennagler. Letzten Schliff erhielten die Scheren durch Polieren und Oberflächenveredelung. Wie hier Günther Angermund führten die Härter alle für die spätere Montage notwendigen Vorarbeiten aus, die nun abgeschlossen sind. Das Angebot an Scheren ist breit gefächert. In der Regel aber war ein Härter auf bestimmte Scherentypen spezialisiert. So auch die Werkstatt Angermund. Diese kleineren oder mittleren Größen an Scheren hatten wir uns hauptsächlich auf Hautnagelscheren, Stickscheren. Hinzu haben wir uns noch weiter spezialisiert, das war diese sogenannte Einring-Weber-Scheren. Tarifvertrag und Entgeltbuch geben Aufschluss über Arbeitsleistung und Entlohnung der Heimarbeiter. Dazu Günther Angermund. Oberhalb, wo Sie Gänsefüße sehen, ist die Zollgröße, ist Zollangabe. Hier diese Gänse, die Größe. Drunter ist der Preis angegeben. Zu diesem Preis kamen dann 80% dazu. Die Größen, wie gesehen, ja, das ist auch immer hier die gleiche Arbeiten, die der Heimarbeiter, der Härter von vornherein festgesetzt bekam. Jetzt ist aber für unsere Teuerung, für unsere Unkosten, ein Satz festgesetzt, das heißt, unsere Unkosten, der Heimarbeiter braucht für die Förderung Koks und Strom. Das war, wurden bei uns einen sogenannten Werbungssatz festgesetzt. Also für die Unkosten war 16,25%, für den Schleifer waren es noch weniger und für der Schrauben oder also der Monteur hat es noch weniger. Das Härten. Im Feuer erhitzt, dann im Öl- oder Wasserbad abgeschreckt, erhält der Stahl ein festeres Gefüge, die Schere die nötige Härte zum Schneiden. Die Härtetemperatur richtet sich nach den Stahlqualitäten, die sich durch Legierung und Kohlenstoffgehalt unterscheiden. Einfacher Stahl braucht eine geringere Hitze als höherwertiger, zum Beispiel Gussstahl 600 bis 800 Grad, rostfreier Stahl über 1000 Grad. Die Fabrik lieferte zur Rohware Begleitsättel mit Angaben über Stahlsorte und Härtetemperatur. In der Praxis jedoch ermittelte der Härter die Temperatur allein an der Glühfarbe, die von dunkelrot über hellkirschrot bis weiß variiert. Nach dem Härten, Dauer 5 bis 6 Minuten, stellt der Härter das Gebläse kleiner und reguliert das Feuer für das spätere Anlassen. Höherwertige Stahlsorten werden in Öl, andere im Wasserbad abgeschreckt. Günther Angermund benutzte meist Regenwasser, es war am billigsten. Der Härter feilt die Schneide blank, um nachher die Anlassfarbe besser sehen zu können. Das Anlassen. Der Stahl ist nach dem Härten so beschaffen, dass er beim Weiterverarbeiten wie Glas zerbrechen würde. Er muss nun bei niedrigerer Hitze erwärmt werden, um seine Elastizität zurückzuerhalten. Anlasstemperatur ca. 200 Grad. Nach dem gleichmäßigen Erhitzen taucht der Härter die Scherenbecke mit den Spitzen in die Tonne und kontrolliert, ob die gewünschte Anlassfarbe erreicht ist. Denn beim Anlassen über dem Feuer überzieht sich der Stahl mit einer dünnen Oxidschicht in verschiedenen Farben. Strohgelb bei rostfreiem Stahl, bei Gussstahl goldgelb bis violett. Die Esse wird mit Perlkoks befeuert. Zur Lehrzeit, erinnert sich Günther Angermund, verwendete man auch ausgebrannte Teerkohle. Sie hatte jedoch eine schlechte Qualität. Sie flog weg.
Günter Angermund über Arbeitsbedingungen am Härtefeuer. So, im Härten haben Sie hier vorne die Hitze, sagen wir mal so 800 bis 1000 Grad, muss der sein. Nach den Angaben muss der sein. Und hier hinten läuft der Mess, ist immer Wasser so hinten, so schön runter, bis zum Hosenbund. Also wir haben immer nach dem Härten noch anderthalb Stunden oder zwei Stunden Hemdenwechsel. Also das war notwendig. Man kann sich ja den nackten Oberkörper noch da vorstellen. Das wäre ja himmelschreiend gewesen. Also das durfte man ja nicht machen. Konnte man, aber durfte das nicht machen. Gesundheitsmäßig ist das nicht. Sie können sich auch nicht am Toten Meer oder in Afrika oder hier sonst wo es heißt, laufend einen freien Oberkörper wählen. Das ist so schwer, das soll man gar nicht machen. Haben Sie schon mal mitgehört, dass die Sonnenbänke auch nicht so einwandfrei dafür sind. Wenn draußen eine Witterung, sagen wir mal im Sommer, da haben wir gesagt, morgens früh ist noch kühler Witterung, dann können wir uns das mehr ertragen, auf dem Schmiedefeuer und machen wir mittags längere Pause dazu. Wenn wir haben praktisch von 7 bis 7 immer gearbeitet, auch schon mal was länger. Wir kamen auf 60, 70 Stunden in der Woche. Glüh- und Anlassfarbe zu erkennen, ist das A und O des Härtens. Das ist dem Härter in Fleisch und Blut übergegangen. Nichts von dieser geheimnisvollen Kunst ist bei modernen Härteverfahren in Salzbad und Elektroofen übrig geblieben. Heute ist das Härteverfahren ganz großzügig, aber ganz einfach. Da stellt man diesen Härteofen auf diese Glühfarbe ein, schiebt man da rein, wie der Bäcker das Brot da reinschiebt, da geht die Lampe auf, ist es gut, dann kriegt man wieder raus. Ja. Letzter Arbeitsgang, Abrichten. Beim Abschrecken können sich die Bäcke in verschiedene Richtungen verziehen. Durch das Abrichten mit dem Reckhammer müssen die Scherenteile wieder in Form gebracht werden. Haben sich die Bäcke zurückgezogen, das heißt von außen nach innen verzogen, wird die äußere Blattseite abgerichtet. Wenn sich die Bäcke von innen nach außen krumm gezogen haben, muss man die innere Blattseite bearbeiten. Günter Angermund arbeitet ab 1948 als Scherenhärter in der väterlichen Werkstatt. 1972 muss er, die Auftragslage hat sich zunehmend verschlechtert, den Beruf aufgeben. Er wechselt in einen galvanotechnischen Betrieb als Lagerverwalter, dann zu einer Autozubehörfirma. Die Härterei betreibt er gelegentlich nach Feierabend, gemeinsam mit dem Vater bis zu dessen Tod im Jahre 1977. 1987 geht er in Rente, 60 Jahre alt. Rückblickend meint er, die Arbeit hat von Kindheit an viel Spaß gemacht. Verklärung eines harten Berufes?
Die Werkstatt jedenfalls wird künftig im Museum zu besichtigen sein.